noch so bescheuert zu gucken. Ist doch kein Wunder, dass ich mich aufrege, oder? Was machen Sie da mit der Arbeitszeit, die ich Ihnen von meinem Geld hier bezahle? Gucken Sie sich so eine verschissene Scheiße an? Und ich muss hier die ganze Zeit auf meinen Kaffee warten, oder? Ich habe Ihnen vor 10 Minuten gesagt, einen Kaffee zu kochen. Da ist die Maschine. 3 Schrittchen. 5 Schrittchen zu mir. Ist das zu viel verlangt? Also jetzt mal ruhig! Ja, wie denn? Wo steht denn mein Kaffee bitte? Hä? Sehen Sie hier irgendwo einen? Hier? Hier? Den hole ich Ihnen gleich. Ach, die verflickte alte Kuh. Was haben Sie gesagt? Verflickt. Ich weiß nicht, was Sie gehört haben. Na, jetzt scheint es endlich begriffen zu haben, hä? Mir den Kaffee zu bringen, das ist hier Ihr Job. Dein Kaffee, du dummes Arschloch! Oh! Sag mal, sind Sie noch zu retten, Sie verdammte, verfickte Kuh? Bitte schön, Ihr Kaffee. Ja, und jetzt wollen Sie Wurzeln schlagen, oder was? Hä? Einmal Kaffee gekocht und das war's. Da wartet Arbeit auf Sie. Herein. Hi, ich komme wegen des Auftrags. Ach, Sie sind das. Kommen Sie gerade mit. Halt, stopp, was wird denn das? Ich krieg gerade einen Anruf. Herr Meister, na? Was verschafft mir die Ehre? Oh, das ist eine tolle Nachricht. Aber ich meine, das konnte ja auch nur ein Erfolg werden, oder? Ich als Projektleiter, Ihr bestes Pferd im Stall, mit meiner Expertise. Ja, ist kein Wunder. Ich bin für meine hervorragende Personalführung bekannt. Fragen Sie meine Sekretärin, die wird mich in den höchsten Tönen loben. Ich bin der beste Chef, den ich je hatte. Nee, auf die Besprechung freue ich mich. Auf die Besprechung freue ich mich sogar sehr. Da wird endlich mal jeder hören, was für ein toller Chef ich bin. Ja, danke. Das ist echt gut zu hören, aber warten Sie mal. Ich habe hier irgendwas Unwichtiges, aber ich habe hier so ein paar Hanseln vor meinem Schreibtisch stehen. Ja, ich melde mich gleich nochmal. Tja, so ist das, wenn man hier gut arbeitet. Da ruft der Geschäftsführer an und sagt mir, dass mein Projekt das Beste war. Und Sie wissen selber, der hat für nichts Zeit hier im Haus. Der nimmt sich nur für die Leute Zeit, die einen richtig tollen Job machen. Nehmen Sie sich mal ein Beispiel. Ja. Ach, was haben Sie denn da mitgebracht? Den Techniker. Wie, den Techniker? Fürs Telefon. Ja, was? Zum Anschließen, die sind noch gar nicht angeschlossen, die Telefone. Oh